Hallo meine Lieben, ja ihr seht mal wieder ein Päckchen von Stampin' Up. Und zwar ist es diesmal eine Sammelbestellung. Ich habe es auch schon mal aufgemacht. So, Papierkram kann weg. Und dann zeige ich euch erstmal meine Sachen, die ich mir bestellt habe. Und zwar einmal die Handstanze. Ja, die sind auch meine. Das sind hier diese kleinen Halbperlen. Ich finde die Farben so toll, diese ja, Pastellfarben. Und hier habe ich Designerpapier, auch mit den Pastellfarben. Zeige ich euch einmal gerade so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Also es sind halt Punkte und dann halt immer in diesen Farben. Und dann einmal gestreift und einmal mit Punkten. Und ich weiß gar nicht warum. Sind hier überall manchmal. Ja, genau, das ist auch immer zwei Blätter kleine, zwei Blätter große Punkte. Und auf der anderen Seite dann eben kleine und große Streifen. Ja, und das eben, wie gesagt, einmal von diesen ganzen Pastellfarbtönen. Von der ganzen Farbpalette, die es davon gibt. Und dann habe ich mir wieder ein Set von Stempelkissen bestellt. Und zwar sind das die In-Color-Stempel also von den Jahren 2018 bis 2020, weil die für 2017 und 2019 habe ich schon. Die hatte ich aber noch nicht und die habe ich mir jetzt einmal mitbestellt. So, und da haben wir einmal Blaubeere, Kussrot, Grapefruit, Kleegrün und Ananas. Das war dieses Päckchen. Dann ein Stempelkissen, wo noch keine Farbe drin ist. Hier steht es aber schon drauf, Flüsterweiß. Und hier ist dann einmal dieser Nachfüller dafür und den macht man sich dann halt eben selber drauf. Also der ist nicht von Anfang an drauf. So, eine Sache ist noch von mir, die ist hier unten. Und zwar habe ich mir das Weihnachtspapier noch bestellt von Stampin' Up, weil ich das so schön finde mit den Elfen. Und ich mache das gerade mal auf und wir schauen mal kurz die Bilder an. Schwupp. Ja, am Anfang halt eben dieses hier. Zweimal. Auf der anderen Seite sieht es so aus mit den Zuckerstangen. Dann dieses hier mit dem Schneemann. Und das sieht auf der anderen Seite so aus. Solche Linien hier. Ja. Und auf der anderen Seite sind dann Schleifen. Und das hier hat auf der roten Seite so eine Art, das fühlt sich an wie Plüschstoff. Also ist ganz, ganz weiß. Oder auch so wie ein bisschen wie Niki, nur in sehr dünn. Also wenn man so hin und her streift, wenn man früher, meine Mama hat mir immer Niki-Pullover angezogen und ja, wenn man da drüber gefasst hat, auf einer Seite, da haben sich die Haare so ein bisschen aufgestellt. Und so fühlt sich das hier auch an. Ganz witzig. So, dann haben wir dieses Papier hier und hier sind solche kleinen Kreise so reingeprägt oder nee, da sind auch so Filz, so wie bei dem anderen auch, wie bei den Streifen, nur hier halt als Schneeflocken sozusagen. Und auf der anderen Seite haben wir diese Pflanze, von der ich nicht weiß, wie sie heißt. Dann ist noch dieses Designerpapier drin und das hat hier jetzt nichts drauf und auf der anderen Seite ist es ziemlich schlicht. So, schauen wir mal. Eins kommt noch. Das ist dieses hier, die Wichtel mit den ganzen Geschenklein und auf der anderen Seite ist es so. Ja, das war meine Bestellung und dann habe ich halt noch eine Kundenbestellung gemacht.
Und das zeige ich jetzt nur, damit sie einmal sehen kann, dass auch alles da ist. Also einmal die Mini-Glue-Dots hatte sie bestellt. Dann das Stempel. Ach nee, das ist noch meins hier. Flockenfantasie, das habe ich mir noch bestellt, genau. Das ist noch von meiner Bestellung. Da sind halt auch schöne Hintergrundstempel und dann eben hier auch echt, den hier fand ich total cool. Zauberhafte Weihnachten. Hat mir gut gefallen. Oder lieber Gruß für dich von Herzen. Und Schneeflocken sind einzigartig und einfach wunderbar, so wie du. Ja, sowas mag ich immer. Und auch der Hintergrund hat mir gut gefallen, als ich den gestempelt gesehen habe. Deswegen habe ich mir das auch nochmal mitbestellt. Genau. So, jetzt aber die Sachen von ihr. Und zwar haben wir dann hier noch dieses Wintermärchen. Und mit dem Ding kann man richtig coole Formen machen. Also die kann man dann so aneinander legen. Und da gibt es so ganz coole Sachen. Habe ich schon gesehen. Also habe ich schon ein Video von gesehen. Hatte ich auch erst überlegt, ob ich es mir auch bestelle. Aber irgendwie ja, ist der Funke nicht so ganz übergesprungen. Hier sind auch ein paar wirklich schöne Sprüche dabei. Am liebsten mag ich diesen hier. Tu, was dich glücklich macht. Den finde ich wirklich schön, den Spruch. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, ist auch sehr schön. Hier kommt gute Laune Post, ja, das ist klasse. Heute ist dein Tag, Glückwunsch und Hallo Lieblingsmensch. Und das ist auch richtig cool, weil ich liebe dieses Lied Lieblingsmensch. Ja, das kennt ihr bestimmt. Ich vergesse immer, wer der Sänger ist, aber das kennen ja bestimmt ganz viele. So, und zu diesem Set hier gibt es dann noch ein Framelit-Set. Das mache ich jetzt aber nicht auf. Da sind ziemlich viele Schneeflocken und sowas drin. Also hier sieht man es ja auch schon. Snowfall, also Stanzen. Und da sind eben richtig viele Stanzen drin. Und ja, ich frage mal. Ach nee, davon habe ich keinen Katalog, genau. Ja, und das war es auch schon. War auch schon die Kundenbestellung. Das wird jetzt natürlich wieder schön verpackt und an dich weitergeschickt. Das kommt dann in den nächsten Tagen bei dir an. Ich denke, dass ich das heute noch schaffen werde, das zur Post zu bringen. Dass du deine Bestellung auch hast. Ja, ihr Lieben, das war's schon mit dem Päckchen. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.